das, was der hat hier? Er checkt er jetzt, Junge, wo gibt's das? Die muss man herstellen, quasi wie gescheite Kleidung. Wie, die muss er herstellen? Ja, muss herstellen, auch herstellen. Die kann man Quatsch, nicht Junge, wir fahren irgendwo in den Laden, Junge, komm mal so eine Bude, Junge. Schade, Kasi, die kann ich dir leider nicht so. Ich hab noch mehrere, aber nicht hier. Dicke. Was kostet so eine Bude? Ja, ich weiß es gar nicht. Paar Mille, Alter, ich knall gleich, Alter, ich frech werde hier. 3 Mille kannst du schon rechnen. Oh, echt? Jungs, geht mal ein bisschen von der Melke weg, wir können nicht zugreifen. Hat irgendeiner von euch noch Muni für den MXM? Vielen Dank, Junge! Hey, reicht erstmal! Strizi! Ja, Rudi! Auf Nähe, auf Entfernung bist du nur mehr oder weniger. Vielleicht erklärt ihr mir bitte mal kurz, ab wann darf man das Feuer eröffnen und wann sollte man das sein lassen, dass ich einfach mal grundsätzlich eine Peilung habe. Ich habe das Ganze jetzt letztens schon erst besprochen mit dem Herrn Bürgermeister. Jegliche Art von Aggression darf mit Schussfeuer erwidert werden. Das heißt, wenn die Nagelband auslegen, die Polizei, darf erwidert werden. Wenn sie sagen, stehen bleiben oder wir schießen und sie beginnen zu schießen, darfst du stehen bleiben und zurückschießen. Wenn sie dir befehlen, die Waffe runterzulegen, ist es Aggression eigentlich und du darfst zurückschießen. Also das heißt, vorhin beim Diamanten Ingo, als er gesagt hat, ja doch, Junge, alle, da hätte ich durch den Handy durchschießen können unten. Dass ihm die Eier wegfliegen. Ich wusste das nicht, ich weiß nicht, ab wann ich schießen darf. Und ich wollte nicht in meinen ersten. Ich wollte halt nicht in meinen ersten 2 Stunden hier direkt Scheiße bauen, weißt du? So irgendwie. Du baust keine Scheiße. Nein. Keine Ahnung. Sag mal, hat jemand von euch MP5 mal getan, oder was? Ja, Senior. Jemand von euch MP5 mal getan? Ja, los, Junge, sag Kasimir, ich knall ja. Drück mal den Muskel. Hardware. 6? Hier, ganz normal. Ist er? Jetzt bück dich mal. Das kannst du mal jetzt, mein Freund, Junge! High five, Alter! Nein, bück dich mal jetzt. Dreh dich um. Ah, komm. komm, auf die Matte. Dreh dich rum, Junge! Ich geb dir gleich, Junge! Pass mal auf, was ich jetzt hier mit dir mache! So, leg ich mich drauf, Junge! Dann spürst du den Schwengelball, Junge! So läuft das nämlich! Verstehst du, mein Freund, Junge? Es riesen die Reden da! Hast du Angst vorm Schlauch, oder was, Junge? Steh auf jetzt wieder hier! Mein Gott, Junge! Hat einer von euch Muni für den MXM? Oh, Alter, Junge, kannst du nicht rückwärts fahren? Also, geht rückspielen oder was, Junge? Jungs, ich rasiere dich! Oh, das ist schon wieder hell. Ah ja, Kollege, ne? Die Uzi ist im Nahkampf gut, ne? Also, ja. Yeah. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass du damit nicht snipern kannst, Junge. Aber vielen Dank für den Hinweis. Jungs, hau mal. Wollen wir aufbrechen mit dem Caddy oder? Ja, auf jeden Fall, Caddy, ne? Okay. 2 Millionen. Mit dem Caddy, Junge, Helikopter und die Steuer, Junge, ab geht's! 2 Millikopter zum Spotten und. Komm, die Caddy lag, go! Warte, ich hol noch einen billigen Caddy. Komm, Junge, Werder, ich komme, Junge, ich will ja richtig guten Karre fahren hier, ich fahr nicht mehr, bin ich scheiße mit, Junge! Gassi, wir machen jetzt eine Straßensperre. Okay, aber gebt mir mal eine Minute Zeit, ich muss kurz mal pissen gehen, ja? Ich bin gleich wieder zurück. Okay. Mach mal. Ja, wisst ihr was, dann mach ich die Hellcat weg. Jo, wir brauchen noch einen. Und an dem Stream, bitte nehmt's mir nicht übel, aber ich knall kurz mal ein bisschen Werbung rein. Ich bin eh kurz auf Toilette und bis die Werbung zu Ende ist, sind wir bei der Straßensperre und dann verpasst ihr auch nicht wirklich was, okay? Also gebt mir eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ja? Ich frage nochmal, vielleicht. Ärgerage wäre super. Weil da stelle ich jetzt den Heli weg. Ist doch bei einer Tiere, weil. Hier, ich bin. Brauchen wir Autos und so. Ich muss nochmal zum Supermarkt, ich brauche wieder alles. Beinschienen und alles. Dann go, gehen wir alle zum Supermarkt ausrüsten. Ich bin mal kurz Afghane, Mann. Ich bin da Waffen kaufen. Der Waffenladen noch einfach. Ein paar Leute, vielleicht noch in der anderen Caddy. Nicht in den Short-Caddy da, Alter. Fährt besser als eurer. Ich wollte aber der Fahrer ist nicht besser. Der Fahrer ist doppelt so gut. Warum nicht? Wo liegt die Tür oder weiter? Weiter oder wir irgendwo Straßensperre machen.
Vorschläge, wo? Keine Ahnung. Wir könnten direkt dabei Telos in der Kurve. So. Ja, machen wir das. Bei Telos, habt ihr Spaß Telos heute? Habt ihr Spaß heute? Ich hoffe es war. Ich habe riesig Spaß auf dem Server. Holy shit, wenn ich mal schon eher auf diesen Server gegangen überhaupt, damit ich nicht. Aber jetzt hat er noch eine gute Schießerei bei Telos. Richtig geil, oder? Holy, es wird MJ so gefallen hier morgen. Okay, ja, nicht. Ey, morgen treten wir hier mit MJ an, Junge. Und dann geht ja aber richtig die Post ab, Alter. Da geht sie aber richtig vorwärts, Junge. Ein richtiger Schweizer ist da, Montana. Oh! Bisschen Kacknoob, Junge. Ich kann dir selber um keine Werbung bei dir kommen, Junge. Ein scheiß Kacknoob bist, verstehst du das, Junge? Ich muss aber heute für Kajana schauen, gell? Nein, pass auf jetzt. Schau, bis das Ding ist, es bekommt natürlich nicht immer jeder Werbung. So, ich habe jetzt 3 Minuten Werbung gespielt. Oder die laufen noch. 3 Minuten werden unterteilt in 10 Blöcke an 30 Sekunden. Und diese 10 Blöcke werden immer an random User rausgegeben. Alle 30 Sekunden. Aber nicht alle kriegen gleichzeitig Werbung. Also immer so ein paar, ne? Und da kann ich nur darum bitten, dass ihr vielleicht einen Adblocker deaktiviert und vielleicht auf dieser Seite den Adblocker deaktiviert und Krise mit denen das Ganze unterstützt, okay, weil das ist es bringt halt auch ein Zubrot, es kostet euch nichts und ihr verpasst nicht wirklich was, wenn ich mal 3 Minuten werde. Okay. Hey, Jungs, kann ein Kelly zurückkommen, ihr blockiert Poison, Junge. Die Garage. Wenn du nicht immer so brüllen würdest wie ein Meerschweinchen, Opa Poison, wenn du mal wieder Eisgeld für Ben überweisen würdest, dann würde ich deine Hinweise im Chat auch mal ernst nehmen, verstehst du? Aber er hat lange kein Eis mehr von Opa Poison gekriegt. Was ist los da, Junge? So, Männer hier, ich hab einen Sitz voll gepisst, es tut mir leid. Aber Ding auf! Oh nee, oder mein schöner Sitz, ne? Das Leder ist teuer. Das ist alles Leder, Junge, hier. Der neben mir sorgt das weg mit seinem Strohhalm. Oh, Scheiße. Was jetzt da? Und man erwischt mal auf, oder? Jungs, Caddy vor uns. Schwarze. Ja. Fernandes. Oh, Block Magic, bestimmt. Ich kann mal mit Özzy reden, aber Özzy kommt bestimmt meinen Abend mit. Ich glaub schon. Ich glaub schon. Wenn ich dem erzähle, wie fucking geil das hier ist, kommt er mit Sicherheit mit. Fernandes. Fernandes. Geh, Buddy. Gebt ein Ausrufezeichen Discord. Und kommt da rein. Komm da rein, Junge. Hernandi! Hernandi! Ich melde mich! Ich aktualisiere das nochmal. Leiche, Hilfe, die Brust, die wollen mich hochmessen! Die wollen dass die Abonnenten Anus aktualisiert werden. Leiche. Abonnenten sind in dem Leiche Fall die Twitch-Subscriber. Das wird halt automatisch gesynkt. Mal zur Info. Discord, hier, alles Subscriber wird automatisch gesynkt. Wir haben allgemeinen Chat, da kann jeder rein. Wir haben Subscriber-Chat. Da können nur Subscriber rein. Leitstelle für die 61, bitte komm. Was ist denn der von? Ja, einmal muss ich fassen. Wollen wir uns die hochnehmen? Guck mal, ich mach. Wo fährt der schon wieder hin? Um. Fest jetzt hier einfach mal den Caddy bitte einen auspacken. Alles klar, mach ich. Hey, Bürgermeister. Oh. Bürgermeister, wer ist denn mal ab? Guten Tag, Herr Bürgermeister. Hallo, das Auto wieder. Das ist Ihr Auto? Ja. Der Polizei ist wieder reingefahren. Roni, ole, ole. LOL. Kannst du den Bürgermeister geschlagen hast? Ja, hat er. Wer war das? Wer hat den geschlagen? Hebst du Hand hoch. Wer hat das geschlagen jetzt? Hat er nicht gemacht. Wer hat das gemacht, du? Herr Bürgermeister, magst du nichts Angst, du? Ruhe jetzt alle. Bürgermeister, sind Sie Warnung Nummer 1. Mein Freund, Verwarnung Nummer 1. Herr Bürgermeister, das hat die nicht mit Absicht jetzt gemacht, die hat keine Ahnung, du. Jetzt. Es war keine Absicht. Jetzt. Noch einmal. Ich war's nicht, Junge, ich war's nicht. Warnung Nummer 1, Frank. Ja. Gut. Ist Waffe an mir. Also, ich steck die Waffe weg. Also, ich steck die Waffe weg. Wie steck die weg, Junge? Das ist eine illegale Waffe, steck die weg. Du sie in den Rucksack rein, Kasi. Ich kann schon wieder sagen, dass es sehr gut von der Tür dauert. Pack mal jetzt bitte den Kelly aus. Wenn du sie da drin hast, dann ziehst du sie automatisch wieder aus dem Auto. Alles gut, Junge, ja, ich pack's, Junge. Ja, komm mal, auch mal einen anderen Kelly vielleicht. Ottos. Ich hab keinen Kelly. Okay, ja, hier, der hier steht der Orange, ne? Ja, bitte.
Bringt doch nicht wenig, wenn alle nein. Herr Bürgermeister, Junge, ich will mich offiziell entschuldigen für die ganzen hirnlosen, verbrannten Penner hier hinten, Junge. Meine Güte, oder schmeißt dich gleich. Oh, da steht der Hübner, der hat locker schon wieder. Junge, mal langsam, Junge. Oh Gott. Geht auch mal schon wieder zu uns. Ja, können den Caddy direkt wieder sehen. Durch, Junge. Der Bürgermeister geht RP weg. Im ersten. Pack den einen, haut ab, der Bürgermeister da ist, dann gibt's kein RP mehr. Das meine ich. Ist das so? Bitte? Ist das so, ja? Ja, das ist so. Der Hübner steht da bereit. Ist das immer so oder ist das nur manchmal so, wenn die hat schlechte Laune? Nee, das ist immer so. Wenn der so angezogen ist, dann ist er hier, um was zu regeln. Und nicht um mitzumachen hier bei der ganzen. Ah, okay, ich verstehe das so. Und dann versteht ihr auch nichts Spaß, ne? Ja, das ist schon, der ist gerade ein bisschen gepisst. Ich weiß nicht warum. Oh Mann, Junge, da war der erste Eindruck immer so wichtig, Junge. Jetzt hab ich's verkackt, Junge. Ja, schau mal, komm. Okay, setzen wir auf, komm. Deine Leute oder ihre Leute mit Z-Inventar jetzt verschwinden. Sitz da auf, Junge, ja. Ich hab gerade eben nicht gesagt, in dem Auto sagt einer, guck mal da hinten. Junge, ich sitze vorne, siehst du das? Die ganze unwichtige Sindel sitzt hinten, Junge, ich sitze vorne, Junge, ich mach Musik an jetzt hier. Perfekt. Oh, was? Ist er vorne oder was? Ja, fast. Wir arbeiten noch dran, Junge, hast du nicht zugehört vorhin, Junge? Was? Der Hübner war leicht angepisst. Wer ist der Hübner? Ist der Hübner der Bürgermeister oder was? Der Hübner ist Polizist. Der ist die Leitung von GSG, wenn mich nicht alles täuscht. Also der ist immer ein Jeep-Tracker aufs Auto. Genau, ist immer GPS-Tracker aufs Auto. Findest du Robert besser als Lexan? Genau, was wir machen. Oh, das kann ich jetzt noch nicht sagen, Alter. Chaos, das kann ich noch nicht sagen. Einmal mit Profis. Aber Robert geht schon hart ab. Also ich meine, ihr seht ja, ihr kriegt das ja mit hier, Alter. Es gibt... nichts zu meckern Mann, bisher, nichts, Alter. Also mir, dieses Taxi Ali ist ein Hirntoter. Der das ist ein NPC. A nach B, richtig. Ja, genau. Ja. Aber die haben alle gesagt, ich soll mal mit dem fahren, wäre total geil und so. Nein, Gottes Willen. Er kann dich auch verbacken, da kommst du gar nicht mehr raus. Sie. Richtig, da bist du eingesperrt für immer. Da hatte ich immer gesagt. Austrian Gaming, Mario! Die schöne Jürgen, 8 Monate, Junge! Austrian! Austrian, danke für 8 Monate, Mann. Holy shit, das ist eine lange Zeit. Vielen Dank dafür, Mann. Ich hab mir mein Glas. Hey, und Kassi, hast du eine gute Zeit? Ich muss morgen früh raus, gell? Tschüss, viel Spaß, ja. Ja, ganz ehrlich, ich hab eine fucking gute Zeit. Ich verstehe gar nicht, warum ich mich eher gezwungen hab, hierher zu kommen, Junge. Sag doch mal hier. Ich geh auf, für heute. Kümmert euch um einen Kasimir. Ja, außer mit dem da, der kann nicht richtig reden. Den verstehe ich nicht so richtig, aber der hat einen coolen Helm, du. Hey, red mal Deutsch mit mir. Red aber Deutsch mit mir, Junge! Geh mir gleich ein Ohrkasse-Schwurf, Junge! Da gibt's ja direkt hinten drauf, Junge! Sammel auf Weizen, du! Ich sag's dir, Junge! Da gibt's ja fette Brezen dazu, Junge! Da weiß ich wurscht! Fette Brezen! Und danach boxen wir um für mich, bitte! Das machst du nicht, Junge! Das machst du nicht, Junge! Ich schwör's dir, Junge! Ich zieh dir hinten den 2-Finger-Darm aus dem Hintern! Junge, mal langsam, Junge! Ich lass dich deine rasierten Barthaare fressen! Oh Gott, Junge! Aber diese Kopfschmerzen, die Arschloch! Also die Bruderschaft wünscht einen schönen Abend noch. Herr Graf, Junge, ich wünsch dir was, Junge! Ja, ich weiß nicht, nie. Fall über die nächste Bordsteinkante, bitte! Ey, machst du nie Schütze in meinen Arsch rein oder was, aber? Ich steh auf da, ihr Dreckschwein! Alter, du musst hier in einen. Ich bin auch mal raus und er muss morgen 5 Uhr raus. Ciao! Wie was mit euch hier? Ihr schlafen oder was, Junge? Ihr ist richtig los hier gerade. Ich will einfach nicht schlafen, arbeiten morgen. Was? Wie arbeiten morgen, Junge? Ich arbeite jetzt! Nimm mir ein Beispiel an mir, Junge! Keine Sorge, wir sind noch genügend Leute, um was zu starten. Ja, auf geht's, Junge, wir starten! Doch, hat er gesagt, Junge! Hat er gesagt, Junge! Das kannst du hier auf der Bämme spielen, Junge! Das hat er gesagt, Junge! Wir warten jetzt noch kurz, bis der Medic hier da alles tut, was er kann, um die Leute... Oh, was ist da passiert, Junge? Machst du ein Grab, Junge? Licht deine Knarre, zeig mal her, Junge! Warum so kann ich mir das nicht angucken, Junge? Kann ich mir das nicht angucken, verboten, Junge? Ist verboten. Die darf man nicht aufheben, die Sachen. Ah, ich brauch die Knarre, Junge. Daran haben die im Rucksack. Was ist eine Knarre, Mann? Spielzeugknarre hab ich, Junge. Erbsenpistole. Ja, das Ding kostet trotzdem eine Viertelmille. Herr Medizin, Junge, hier ran, Junge, hier. Guck mal, die haben alle Herzinfarkt gekriegt da. Da. Spontane Selbstentzündung, ganz Haufen da. Guck mal hier, alle abgefackelt. So. Oh. Ich kann nichts mehr tun, schönen Tag noch. Kommt her! Nichts mehr tun, schönen Tag noch, sagt er, wisst ihr? Lass mir diesen paar Drogen hier, ein bisschen Morphium für uns, Junge, hier, ein bisschen Spaß an der Karre.
Der Karre. Na hier, Partybus, Junge, Partymobil, Junge. Hallo? Da laufen wir den ganzen Tag Mickey Mouse-Filme hinten im Tom Costa. Verstehst du? Was, Tom Costa?